Wilhelm Tell ist wirklich ein großartiges Stück von diesem Friedrich Schiller. Stimmt. Wenn er bloß nicht so viele Zitate benutzen würde. Das macht 21 Mark und 53 Pfennig, bitte. Ich weiß, ich habe es pass. Oh, das tut mir leid, mein Herr. Diese Münze kann ich leider nicht annehmen. Ja, warum denn nicht? Sie ist leider falsch. Woher wollen Sie das wissen? Weil die Frau auf der Rückseite statt einer Pflanze einen Schlagbohrer in der Hand hat. Vielleicht sind es ja neue Münzen. Nein, davon werden wir sofort informiert. Also, für mich sieht die vollkommen normal aus. Jetzt haben Sie sie kaputt gemacht. So kann man eine echte Münze nicht biegen. Ja, glauben Sie etwa, ich hätte das Geld gefälscht? Nein, das glaube ich nicht. Jetzt gucken Sie mal, die Leute warten. Ach, das ist ja wirklich reizend. Mir wird hier Falschgeld untergejubelt und Sie gehen zur Tagesordnung über. Jetzt machen Sie doch nicht so einen Aufstand wegen 50 Pfennig. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, hat mein Vater gesagt. Hören Sie zu. Sie geben mir jetzt einfach eine andere Münze und der Fall ist erledigt, ja? Ich habe keine andere Münze. Ich weiß genau, was ich einkaufe und genauso viel Geld nehme ich auch mit. Nämlich 21 Mark und 53 Pfennige. Eine Flasche Bier weniger und wir sind quitt. Ausgeschlossen. Heute Abend kommt mein Freund Anton. Wir wollen uns über zeitgenössische Kunst unterhalten. Dazu genießen wir beide gerne ein kaltes, köstliches Bier. Gut, dann das Hundefutter. Was denn? Es wäre Ihnen wirklich gleichgültig, wenn ein unschuldiger, treuer Hund am Wochenende sang- und klanglos verhungert. Nein, das Klopapier. Wie stellen Sie sich das denn vor? Dann nehmen Sie eben Zeitungspapier. Der Krieg ist vorbei, junge Frau. Also gut, die Kerzen. Kerzen? Ich glaube, es haben nicht alle verstanden. Es geht hier gerade um Kerzen, verstehen Sie? Kerzen! Jawohl, ich gebe heute Abend ein Candlelight-Dinner. Wenn mich jemand anzeigen will, bitte! Es will Sie niemand wegen der Kerzen anzeigen. Und diese Batterien, die brauchen Sie wahrscheinlich für Ihr Radio. Für romantische Musik, für Ihr Candlelight-Dinner. Ja. Und dazu gibt's Schweinegulasch. Schweinegulasch, Candlelight-Dinner. Aha. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie. Warum denn nicht gleich so? Entschuldigung, ja, ich habe nur das Päckchen Kaugummi. Entschuldigung, bitte, wenn ich mal vorgehe. Ich habe nur das Päckchen Kaugummi, ja? Sie sind doch gerade da rausgegangen. Nein, 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 junge Frau. Das war mein Zwillingsbruder Heinrich. Ein unangenehmer Patron, ja. Na, hoffentlich haben Sie dann wenigstens genug Geld dabei. Ich bin ja nicht mein Zwillingsbruder Heinrich mit seinen falschen 50ern. Nein, nein, junge Frau, von mir haben Sie überhaupt keinen Ärger zu erwarten. Es macht dann 50 Pfennig. Ja. Bitte sehr. Auf zwei starke, schöne, kluge Männer. Auf Heinz und Gustav. Du bist nicht schön. Und Gustav bist du auch nicht. Nein, nein, ich bin Claudia Schiffer. Na, siehst du? Sag mal, hast du was auf den Augen? Ich doch nicht, ich bin Adlerauge. Hm. Kalle, wo bleibt mein Bier? Dein Bier steht vor dir, Adlerauge. Nicht so, Fremder. Vor mir steht kein Bier. Du solltest mal zum Augenarzt gehen. Ich brauche keine Augengläser. Nein, du brauchst einfach mal ein paar Gläser weniger. Oh, das Bier, das schmeckt beschissen. Menschheit, sie bist du hinüber. Völlig bis. Ich bin nicht besoffen. Aber du siehst irgendwie anders aus. Irgendwie zuntig. Wie eine Zunze. Und zickig bist du auch noch.